Berechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz geschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weiß darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen.